Ich bin Tina. Ich bin Peer. Wir sind Anatube. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sitzen heute in der U2. Heute zu Gast in der Sendung Bodybill. Außerdem berichten wir vom Sternekonzert. Platte der Woche. Und geben Empfehlungen für die nächste Zeit. Ich war am 22. Februar bei den Worried Men. Ihr wisst schon, hier Knicknack-Peer mit seiner Gang im brechenvollen Sternenstaub. Und es war brillant. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie Peer so richtig abgeht, dann auf zum nächsten Konzert. Mochtest du die Musik auch? Ja, ich mochte die Musik auch. Ja, und wir waren am 2.3. in der Volksbühne bei den Sternen und bei Kissogramm. Kissogramm haben angefangen, das ist ein Berliner, wie auch immer, Elektronik-Duo. Also musikalisch, habe ich gedacht, erinnern die mich manchmal an die Pixies, nur ohne Kim Deal. Also einige Lieder klangen so nach Frank Black. Also ich fand's komisch, obwohl es ja vor allem elektronische Beats waren und dann Gitarre, dass ich auch so dachte, ah, der Song klingt nach Franz Ferdinand. Ich finde, der Sänger Jonas Poppe hat so einen Hang zur großen Pose, aber das wird dann nicht so wirklich konsequent ausgeführt. Das wirkt immer so ein bisschen unsicher. Also ich finde, damit es richtig gut wird, müsste es entweder noch selbstironischer sein oder es bräuchte noch so eine Prise mehr übersteigertes Selbstbewusstsein. Also ich fand den eigentlich ganz cool. Ja, dann kamen die Sterne. Die Sterne sind ja sowieso meine Allzeit, meine Helden für alle Zeiten. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass ich die so gut finde. Also dabei habe ich ja fast alle Platten, aber die waren nie so meine absoluten Favorites. Aber ich finde, die machen immer noch tolle Platten und das Konzert war super. Ich war sogar mal in Frank Spilker verliebt. Mit Zahnlücke oder ohne? Ich fand, die haben auch ein sehr fanfreundliches Set gespielt. Also wirklich so quer durch alle Platten durch und Hit auf Hit. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man schon 8 Alben gemacht hat, dass man dann einfach die Hits hintereinander spielen kann und alle gehen ab. Aber ich fand es wirklich super. Es war eigentlich so, dass die Band auf die Bühne kam und ich hatte das Gefühl, die hatten das Publikum sofort in der Hand. Also mich zumindest. Also das ganze Konzert war sehr funky und stilvoll. Ich mag das da sehr gern, dass die Sterne auch so dieses Funky-Element nach vorne bringen. Komisch, weil ich habe gedacht, ich mag die neuen Platten deshalb gerne, weil die mehr straighter sind als die und weniger funkig als die frühen. Und ich war auch sehr beruhigt, dass sogar die Sterne sich live noch was spielen und nicht nur einmal. Und dass sie das dann so locker mit einem Lachen wegstecken können. Ich bin ja auch große Fürsprecherin des Unperfekten, was ja im Endeffekt auch den Charme, glaube ich, ausmacht. Ja, da glaubt man wieder an das Gute in der Musik. Ja. Dann kommen wir jetzt zu unseren Platten der Woche. Meine ist Kitty Solaris, Future Air Hostess. Kitty Solaris ist sehr umtriebig hier in Berlin, eine Künstlerin, die meistens mindestens so 3 Bands gleichzeitig hat. Kitty Solaris ist ihr Hauptprojekt und sie hat jetzt eben auch ein Label gegründet, um diese Platte rauszubringen. Und das klingt dann so ein bisschen wie eine Mischung aus Cat Power und PJ Harvey. Und es gibt Pop-Songs und verzweifelte No-Love-Songs. Future Air Hostess wurde aufgenommen im Radio Bülleburg-Studio mit Tobias Siebert. Und kracht dadurch auch ordentlich. Ich mache diese Sendung zu meiner persönlichen Sterne-Sendung und präsentiere das letzte Album der Sterne. Die Platte gibt es natürlich schon ein bisschen länger, weil sie gehört mittlerweile zu meinen liebsten 3 Sterne-Platten, neben In Echt und Irres Licht. Ich fand die letzte Platte ja nicht so gut, das Weltall ist zu weit, weil die mir ein bisschen zu glatt war. Deshalb war ich sehr gespannt, was da jetzt kommt und ich muss sagen, die neue Platte ist wieder richtig super. Persönliche Lieblingshits, wenn ich realistisch bin und abends ausgehe. Meine Lieblingshits sind aber andererseits und Am Pol der Macht. Die Platte ist gar nicht glatt, sondern im Gegenteil wieder sehr schön spröde und kantig, wie ich finde. Und so Lieder wie Es gibt nichts Spannenderes oder Räuber und Gedärm erinnern mich sogar ein bisschen an die goldenen Zitronen mittlerweile. Also meine Empfehlung. Wir haben heute auch wieder Gäste bei uns in der Bahn sitzen. Bodybill. Vielleicht könnt ihr kurz euch vorstellen. Herzlich willkommen. Ja, wir sind Bodybill, ein Teil davon, 2/3 genau gesagt. Seit wann gibt's die Band schon? Wir haben ganz locker vor 2 Jahren angefangen. Da haben wir mal für eine kleine Modenschau so was zusammengeschraubt.
dann haben wir angefangen, intensiver vor einem Jahr, richtig. Haben wir uns einen Raum gesucht und gesagt, so jetzt zack, 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 jetzt machen wir eine Platte. Und dann kam auch das Label und hat gesagt... Das Label, was du jetzt gerade genannt hast, ist Sinnbus. Sinnbus hat eigentlich als ein ganz loser Haufen Musiker angefangen, in Berlin sich irgendwie zu formieren, erst mit Konzerten, Veranstaltungen, und das haben eine total schöne Entwicklung hingelegt. Außerdem kennen wir die Leute natürlich auch. Also ich sag mal, 90% der Leute sind Freunde von mir oder gute Bekannte, und dann macht man das da einfach da, weil die werden da nicht bescheißen oder die sagen dann auch, wenn irgendwas nicht stimmt oder was dir nicht gefällt. Du hast jetzt eben auf dem Bahnsteig noch gesagt, dass ihr Baumgeräusche verwendet. Ja, jeder hat schon mal einen Baum knacken hören, oder? Im Wald. Oder wenn man gegenhaut, der eine ist hohl, die klingen vor allem alle anders, ne? Ja, man muss ja auch sagen, dass solche Klänge, die du nicht aus dem Archiv holst, also nicht aus irgendwelchen Banks, die du kaufen kannst, dass die natürlich viel interessanter sind. Und die bearbeitest du natürlich noch jede Menge. Du bläst sie nie so, wie du sie aufnimmst. Und da kommen Sachen raus, die, von denen hast du vorher gar nicht träumen können. Und das macht halt aus, den Reiz. Du kannst damit rumspielen und freust dich eigentlich wie ein Kind, wenn dann am Schluss dann ein Beat rauskommt. Also für alle, die Bodybuild jetzt nicht kennen, also die Musik von Bodybuild, das ist ja eine relativ verwegene Mischung aus, ich sag mal, Elektro-Beats und ich hätte jetzt gesagt, auch Synthi-Melodien mit so klassischem Instrumentarium, also Geige, Klavier. Und du hast jetzt eben gesagt, du spielst Laptop. Habe ich das falsch verstanden oder sagt man das heute so? Aber letztendlich, man spielt ja, man moduliert, man, ne, um den Ton da rauszukriegen, der kommt ja nicht einfach so raus. So. Ich weiß nicht, wie ich das gehört habe, neulich stand in der Zeitung Bodybuild und ihre Silikonkollegen. Ich habe erst überlegt, was soll das heißen, aber ganz klar, wa? In der Single Willem heißt es ja, you don't like Sonic Youth, so fuck off. Ist es ein guter Weg, Freundschaften oder so Beziehungen zu Menschen danach zu entscheiden, welche Musik sie hören? An Sonic Youth kann man schon irgendwie erkennen, ob jemand Geschmack hat oder nicht. Der Song, der hat ja, das ist ja die letzte Zeile, die du gerade zitiert hast, davor kommen noch Dutzende andere Gründe, warum man sowas sagen könnte. Und das ist nur der letzte Punkt und darauf freue ich mich besonders immer bei Live-Konzerten. Wir singen dann nochmal alle drei mit. Ist ein bisschen gemein, aber gemein muss es auch sein manchmal. Also ich stehe drauf. Und am 9. habt ihr ja Record Release im Club 103. Könnt ihr noch kurz was sagen, was die Gäste da erwartet? Unbedingt pünktlich kommen, also es wird ein Konzertabend, wir machen kein absolutes Minimal Techno Set. 12 fängt Tim an mit Vorprogramm, wir spielen 12:30, Aim of Design spielen noch und die Pfadfinder machen Videos und die ganzen Freunde sind da. Für alle, die es jetzt immer noch nicht verstanden haben, Bodybuild ist wunderschöne Musik und guckt euch unbedingt mal die Seite an, www.bodybuild.de. 9. März, fucking Pop, ey, Nummer 7 im Love Light mit unter anderem Amplitude und den Neonwirts aus Paris. Und am gleichen Abend gibt es noch die Record Release Party von Bodybuild im Club 103 und unter anderem auch mit Aim of Design und Tim. 11. März, Bernd Begemann und die Befreiung im Roten Salon. Magst du den eigentlich? Ja. Also nicht persönlich, aber ich finde, er ist gut. Aber kennst du ihn persönlich? Nein, das auch nicht. Der hat mir nicht zurückgeschrieben. Am 13. März treten die Spicy Tigers on Speed im Himmelreich auf. Das ist in der Simon-Dach-Straße, in der Women's Lounge. Die Spicy Tigers sind ein queeres Performance-Kollektiv. Ist ein großer Spaß. Ja, am 14. kann ich gleich zwei Veranstaltungen empfehlen. Zum einen das Intro Intim in der Maria. Da spielen Trans M aus Washington, so mit die Miterfinder des Post-Rock, die auch seit 3 Jahren wow. Zum ersten Mal wieder ein Album gemacht haben. Außerdem so die gerade hochgehandelten Polarkreis 18 Karpatenhund, die ich sehr mag, und Love of Diagrams. Am gleichen Tag spielen im Schokoladen 3 Bands, nämlich Jennifer Rever, eine Post-Rock-Band aus Uppsala. Uppsala! Also ich weiß gar nicht, außerdem The Gentle Act, Incident und Lillian. Meine ultimative Empfehlung am 21.03. ist Lo-Fi Lounge im Schokoladen. Dort spielen Munk Jonsson aus Dänemark, The Alvarez Theory und
Querkus Renatus. Super Namen schon mal. Aber das sind immer tolle Abende. Ende der Sendung. Ja, so viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und schaltet in 2 Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt Anertube. Mit Peer. Und Tina. Gute Reise. Tschüss.